Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von I have no idea what the fuck is going on. ATS 114 oder so. Nein. 100. Also ich kann ich euch mal hier, damit ihr mal wisst, von welchem Foto ich letztens gesprochen habe. In der letzten Folge. Jetzt lacht mich hier so komisch an. Tada! Wo geht das zurück? Hilfe! Oh mein Gott. Da. Ach, genau. Ja, das Bild ist da bei meinem TV, der ihr nur so seht. Naja, was soll's. Außer ich würde die Kamera rumziehen. Da oben, da ist es. Hintergrundbild. Muss ich aber die Kamera neu einstellen. Warning. So. So. Ja, irgendwie so, I don't know. Der machen wir ihn hier. Da wollen wir nicht ewig warten. Let's go. 400 Meilen oder so haben wir noch vor uns oder 300 sogar nur noch. I don't know, irgendwie sowas. So, irgendwie so in dem Dreh von 300 bis 400 Meilen. Müssen wir noch. Sollten wir also in der Folge schaffen. Bei dem kleinen LKW da hinten sah das gerade so aus, wie wenn er keine Hinterachse hat. Bei dem Ladebild. Tja, da sah ganz komisch aus. Naja, was soll ich gerade sagen? Ah ne, genau. Ja, knapp 400 Meilen. Okay. So, dann machen wir mal zuallererst ein bisschen Musik an hier. Und dann geht's los. Jetzt kriegen wir mal Kopfhörer. So. Tempomat wieder rein. Was machen die eigentlich gerade? So viel kann man eh nicht fahren. Nevermind. Das ist ein schöner Bus. Der ist so schön gelb. Also so von der Farbgebung her sieht der super geil aus. Auch wieder nichts, was ich privat fahren würde. Aber schön anzugucken. So, wir müssen, jetzt ist es 6 pm, das heißt wir müssen um 8 pm müssen wir pennen gehen, ist ja sowieso ganz gut, weil dann wird es nämlich auch wieder dunkel. Das heißt, ja, ab 7, also ab 19 Uhr halt, gucken wir mal, dass wir bei dem nächstgelegenen Platz halt rausfahren. So. Wie 75? Oh, dann geht's aber gut bergauf. Mal gucken, wie weit unser LKW zusammenbricht an der Stelle. Ah, 90 kriegen wir wahrscheinlich nicht gehalten, ne? Schade. Auf unter 90 zusammengebrochen. Ich meine, gut, wir haben zwar nur eine leichte Fracht, aber das ging ja gerade schon ganz schön bergauf. So, da klebt zwei Autos direkt aufeinander. Ja, da können wir hier auch nicht überholen. Obwohl doch. Na doch.
diese komischen Pfosten hier an der Seite. Habe ich gerade ein bisschen nervös gemacht. Dachte, sie wären zu nah, um zu überholen. Weil trotz, dass sie nur so klein sind, geben sie ganz schön viel Schaden. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so. So, da wir schon angefangen haben zu gehen, machen wir tatsächlich mal hier. Gehen wir mal hier raus. Oh, mal ordentlich weggedrängt den Fahrrad. Weil wir haben natürlich Vorfahrt. Den kennt man. So, mal gucken. Eigentlich können wir hier auch gleich mal bei der Werkstatt rein, ne? Schnauze. Konfigurator. So, mal gucken. Als allererstes. Achso, ich sehe genau. Erstmal hier 300 Gallonen, genau. Sehr geil. Jetzt gucken wir mal hier. Hopp. Motor. Nee. Getriebe, bleiben wir bei dem 18-Gang-Getriebe. So, warte mal, Chrom. Digga, was ist das für ein Lied? Digga, was ist das für ein Lied? Gefällt mir. Hey. Noch irgendwas? Nö, ne? Wir gucken hier bei den Auspuffen. Ne, da. Hä? Hey, kann man die Auspuffe machen? Dachte. Also sowas mag ich gar nicht. Wobei, gut, die sind hier so ein bisschen abgeschrägt, das geht noch, aber die wirklich einfach gerade hochgenommen so gerade abgeschnitten sind, die mag ich irgendwie vom Optischen her nicht. Nee, dann bleiben wir lieber bei denen. Ja, 350.000. Let's go. So, jetzt müssen wir, glaube ich, unsere Spiegel neu einstellen. Oh, die doch nicht. Cool. Yeah. Ah. Ab jetzt können wir richtig Schwertransporte machen hier. So, nochmal gleich tanken hier. Weil wir gerade schon mal hier sind. Und es nicht schaden kann. Okay. Oh. Hat er uns gerammt? Wird was los mit dem? Armer Nackcoin. Alter, da ist ein Penner hinter uns. Der Typ hat so Lack gesoffen. So, wurzeln wir uns hier rein. Oh, dann bist du einfach hier. Oh, schön über alle Spuren. Geil. Haben wir. Ja, 41 Stunden, easy. So. Und wieder 58.000. Ja, läuft doch.
Wo geht's hier raus? Ach da. Ah, geiler LKW. Oh. Ich sehe gerade, wir haben links noch so ein Fenster. Ist mir gar nicht aufgefallen. Verdammt. Okay, das muss so schnell wie möglich weg. Wenn es geht. Da sieht er mal richtig behindert auf dem Fenster dort. Vor allem das ist meine fucking Schlafkajüte. Ich will da drin kein Licht haben. Außer das, was ich mir separat anmache. Oh, Sonnenaufgang. Alter, wie geil. That's not bad at all. Cool. Sorry. Kommt nicht wieder vor, den nächsten 3 Sekunden. Digga, was hier viel für Musik am Start? Oh, Alter, diese Sonne, ey. Boah, ist das krass. Cool. Ach, aber mein hier diese Anzeige muss ich wieder umschalten. Da, genau. Man kann sagen, irgendwas musste man doch immer umschalten, wenn man in der Werkstatt war und was ausgetauscht hat. Aber glaube auch die Spiegel. Aber scheinbar nur bei bestimmten Sachen. Oh. Hat er sogar Platz gemacht. Sehr geil. Sehr vorbildlich. Also musikmäßig echt eine krasse Folge. Da vorne ist wieder Flacke auf Liga. Immer diese Flackertexturen bei den Aufliegern, ey. Ist aber glaube ich wieder der gleiche Flieger wie letztens, ne? Der scheint also speziell das Modell irgendwie ein Problem zu haben mit Texturen. Kann sein, dass er so eine raue Hintergrund, also so ein, weiß ich, so ein Fellblech hinten dran hat oder irgendwie sowas. Und das auf die Entfernung nicht auflösen kann.
Ach, das ist eine Sonne, ey. Ja, eigentlich nicht. Das ist eine ganz normale glatte Oberfläche. Weil ich dachte, dass es so wie hier ist, dass es quasi so verschiedene Ebenen hat und die eine Ebene halt weiß ist und die andere rot ist. Und dieser Z-Buffer, der ist ja je nachdem, wie weit ein Objekt weg ist, desto ungenauer wird der. Das heißt, wenn du Texturen hast, die sich gerade so überlappen, kann es sein, dass wir die sehr weit weg sind, die halt diese Tiefenauflösung so niedrig ist, dass er nicht mehr weiß, welche Textur ist jetzt vor welcher. Weil du hast halt, das Ganze ist halt per Floatpoint berechnet. Und bei Floatpoints hast du halt das Problem, du selber, also die Kamera, ist halt das Zentrum. Ne, also quasi die Ansicht von Donald Trump. Man selber ist das Zentrum der Erde. Des Universums. Und je weiter weg du bist, desto niedriger wird die... Wie sagt man das am dümmsten? Also, du hast halt beim Floatpoint oder beim Double nur eine bestimmte Präzision. Und die Präzision sinkt quasi, je größer der Wert wird. Weil du hast halt nur, so wie beim Matheblatt, wenn du eine Zahl aufschreibst, hast du halt, ich sag jetzt mal, 5 Digits, dann schreibst du auf 12.345 mal 10 hoch minus 30. Ja, da hast du einen relativ präzisen Wert, weit hinterm Komma. So, und jetzt dieses statt mal 10 hoch minus 30, kannst jetzt aber auch schreiben, mal 10 hoch 30. Dann hast du keinen sehr kleinen Wert mehr, der super präzise ist, sondern du hast halt einen riesig großen Wert, aber der dafür halt super ungenau ist. Und genau, das ist halt genau das Problem. Dass wenn du halt Berechnungen anstellst, also wenn du zum Beispiel sagst, 12.345 hoch mal 10 hoch 30 plus 12.345 mal 10 hoch minus 30, dann wird einfach dieser zweite Faktor wird komplett verschluckt, weil der gar nicht abgebildet werden kann. Und genau das passiert halt auch beim Z-Buffer. Und deswegen hast du, je weiter die Sachen entfernt sind, desto niedriger aufgelöst sind sie. Und dadurch kommt es halt genau zu solchen Bugs. Da hinten schon wieder so ein Auflieger. Ja doch, es ist echt immer der gleiche. Lol. Oder haben wir uns gerade zurückfallen lassen und der hat uns überholt. Nee, ne? Ah. Kann natürlich auch sein, dass das Headbuffer mit dieser Struktur hinten nicht klarkommt. Dieses komische aufgesetzte Teil da hinten. Wobei der ja durch dieses LOD komplett verschwindet eigentlich. Boah, Alter, hier ist schon wieder Stocker-Party, Alter. 3 Bilder pro Sekunde. Ha. Boah, eieieiei. Das ist nicht gut. Da kannst du ja Frame für Frame mitzeichnen. Ah, jetzt geht's wieder. Obwohl wir jetzt die ganze Stadt vor uns haben. Jetzt, wo wir wieder hohe Details haben, stockert es nicht mehr so sehr. Ich verstehe das Spiel nicht. So, 86 Meilen. Aha.
Ey! Was ist mit dem los? Oh. Und das mit dem Drehzahlbereich zu Ende. Ich stehe auf dem Gas, aber der Motor kann halt nichts mehr machen. Weil ja, keine Drehzahl mehr. So. Platz da, ich muss hier vorbei. So, und da müssen wir raus. Los, schnell ab, Schleudigung. Go. So, da vorne ist eine Werkstatt. Ich würde bei der gerne direkt vorbeifahren. Die Frage ist, kommen wir da überhaupt günstig hin? Alter, wo ist meine M-Taste? Oder das Mikrofon. Ja, doch, können wir direkt hier lang fahren. Ich will diese komische Seitenfenster bei mir weg haben. Das sieht so behindert aus. Das versaut die gesamte Ästhetik. Und wie gesagt, ich brauch's eh nicht. Denn bei mir soll es in der Schlafkabine bitte dunkel sein, so, damit man da schlafen kann, auch wenn es Tag ist. Klar, man kann eine Gardine zuziehen, ich weiß, aber wenn ich eh immer eine Gardine zuziehen muss, warum denn überhaupt ein Fenster haben, so, däh. Fühle ich halt nicht, so, überhaupt nicht so. So, LKW-Konfigur, da. So, kann man das Fenster hier irgendwie, bup. Nein. Nein, kann man echt nicht? Kann man nicht. Oh, ist das hässlich. Kann ich da irgendwie in die Innensicht gehen und dann hier irgendwie sagen? Nee. Nope. Ja, guck mal, hier hinten kann ich noch was machen. Welcome to America. Nope. Please don't. Boah. Das ist ja behindert. Das ist ja richtig kacke. Das ist ja. Oh, jetzt will ich aber mein Geld zurückhaben. Das ist nicht gut. Für so ein Dreckspiel bezahlt 200 Euro, ja? Ne. Direkt auf Steam eine schlechte Rezension abgeben und Geld zurückverlangen. So. Direkt einen auf Gronkh machen, das Spiel auf DVD brennen und dann die DVD zerbrechen. So einfach so. Oh, wo kommt das Auto her? Boah, Alter. Wie ich den weggesmashed habe und nicht mal Schaden dafür bekommen habe. Lol. Eieiei. Für den Fall, dass ihr es gerade nicht gesehen habt, müssen wir mal kurz zurückspringen und mal in den linken Rückspiegel gucken. Das Auto ist quasi weggeflogen. Ah, das ist ja. Das war ja. Hui! Sehr geil. So, wo muss die Kacke hin? Da hinten. Ein bisschen mehr ausschwenken hier. Gut, ich. Das Bremsen hat irgendwie nicht akzeptiert. Weil er wieder in seinem komischen Vitala-Modus da drin war. Es knallt immer sowas, los. So. Na, schade. Hat Karte gehabt, das reicht für ein ganzes Level. Haha, gut. LKW-Händler. Kaufen. Oh, ja, welche Garage ist das jetzt? Du? Nein.
Du? Ja. Bumm. Da brauchen wir jetzt noch Mitarbeiter. So, wollen wir mal schauen. Oh, ich meine, er hatte schon zweimal Fernfahren. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Red. Warum sieht der aus wie so ein, wie so ein Nazi-Bäcker, den mir eigentlich runterhauen noch möchte? Für den Spruch sowieso. Sowas. Also er, ja. Aber er sieht halt auch sehr sympathisch aus. Und hat sogar auch schon einen Punkt. Ah, komm, wir nehmen einfach ihn hier. Der hat schon 2 Punkte. Fahrer einstellen. Let's go. Da oben. Nice. Müssen wir langsam wieder darauf achten, hier wegen Frauenquote, ne? Wie sieht die überhaupt aus? Ich meine, aktuell haben wir eine ungerade Anzahl an Fahrer insgesamt. Fahrermanager. Ja, der muss man immer drauf achten, sonst brennt wieder Twitter. So, ne? Das ist halt eine Sache, die man beachten muss. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Sieht absolut grauenhaft aus. Wir haben gerade mal 5 von 15. Da, Digga, da brennt Twitter nicht nur. Da ist Twitter einfach eine Hölle. So, da ist halt, da, bei mir ist halt nichts mit, da ist gar nichts so. Ich meine, Führungsposition geht sowieso nicht so, da bräuchte ich eine gespaltene Persönlichkeit, damit da auch noch eine Frau mit bei sein könnte, so. Aber selbst bei den Angestellten sieht sehr traurig aus. Na gut, ich meine, da müssen wir erstmal einfeuern. Ne? Gut, das heißt, wir müssen bei den nächsten darauf achten. Ah, okay. So. Wir haben gekauft. Dann können wir jetzt eigentlich, wie sieht's aus? Müssen wir pennen oder so? Machen wir alle in der nächsten Folge. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge und dann sehen wir uns, ja, in der nächsten Folge dann irgendwann wieder. Bis dann.